Sitzen Sie falsch, ob meinst du nicht okay sein? So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Forum Dialog zur Veranstaltung Tibet abgeblockt, Chinas Angst vor der Meinungsfreiheit. Diese Veranstaltung wird organisiert von der Tibet-Initiative Deutschland und dem dazugehörigen Lugter Verlag. Die Tibet-Initiative Deutschland ist eine bundesweite Tibet-Unterstützungsorganisation, die sich seit 20 Jahren für die Verbesserung der Menschenrechtssituation in Tibet einsetzt, aber auch für die Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des tibetischen Volkes. Der Lugter Verlag, der dazugehört, versucht, eine Stimme des tibetischen Volkes hier auch im Westen zu sein, hier auf der Buchmesse mit dem Buch von der Zerin Vöser, ihr habt die Gewehre, ich einen Stift. Zerin Vöser, eine tibetische Schriftstellerin, die sich nicht der Selbstzensur unterworfen hat, die Ausreiseverbot hat und auch derzeit während der Buchmesse unter Hausarrest steht. Zerin Vöser, bekannt, als sie 2008 während der großen Tibet-Unruhen in ganz Tibet zur Chronistin des tibetischen Volkes geworden ist. Sie hat alle Informationen gesammelt während der Unruhen. Tibeter und Tibeterinnen haben ihr per SMS, per Mail alle Informationen geliefert und die Tibeter, das tibetische Volk, konnte auf dem Internetblog sozusagen die Krise mitverfolgen und wusste dann aufgrund der Informationen, wo etwas wieder geschehen ist. Und da sind wir gleich beim Thema des heutigen Vormittags. Wie gelangt man in Tibet, in China an Informationen? Welche Wege muss man gehen, damit auch diese Quelle funktioniert? Und so darf ich das Mikrofon jetzt weitergeben und das Wort weitergeben an Frau Edeltraud Rattenhuber, Redakteurin von der Süddeutschen Zeitung, zuständig für Außenpolitik und Chinapolitik. Dankeschön. Tibet abgeblockt, Chinas Angst vor der Meinungsfreiheit, das ist unser Thema heute. Und wie Sie wahrscheinlich schon gemerkt haben, ist es natürlich ein Wortspiel, das sich die Veranstalter hier einfallen haben lassen. China hat ja mittlerweile wohl die größte Bloggergemeinde der Welt. Das Internet boomt in dem 1,3 Milliarden Einwohnerland. Zwischen 2000 und 2009 hat sich die Zahl der Internetnutzer auf 340 Millionen erhöht. Das ist verdreizehnfacht in dieser Zeit. Gleichzeitig hat die KP aber weltweit das ausgeklügelste System an Internetzensur eingeführt. 40.000 Cyberpolizisten schätzungsweise kontrollieren täglich die Internetseiten, die Chatrooms, die Blogs, die E-Mails. Und vor allem hier wird geblockt, und zwar mit Zecker, unliebsame Worte wie Falun Gong, Taiwan, Demokratie, Ostturkestan und ganz oben auf der Liste natürlich Dalai Lama und Tibet. Das sind alles Wörter, die sind eigentlich verboten, No-Gos, unerwünscht, vom Buchmarkt gar nicht zu sprechen. Aber dennoch gelingt es immer wieder, dieses System zu umgehen. Wir wollen mal heute darüber diskutieren, was die chinesische Regierung eigentlich zu befürchten hätte, wenn sie die Kontrollen dieser Zensur lockerte. Und wie kann die internationale Staatengemeinschaft diese Öffnung unterstützen? Dabei soll natürlich vor allem über Tibet diskutiert werden, das nach fast 6 Jahrzehnten Besatzung durch China Gefahr läuft, seine kulturelle Identität zu verlieren, wenn die Sinisierung so weitergeht. Oder ist es vielleicht schon zu spät? Begrüßen Sie mit mir nun auf dem Podium zu meiner Rechten Kelsang Gyaltsen, den Sondergesandten des Dalai Lama bei den 2002 begonnenen bei den 2002 begonnenen, aber immer wieder unterbrochenen offiziellen sino-tibetischen Gesprächen. Zu meiner Linken Mo Li und Fu Chengming. Beide sind chinesische Schriftsteller im Exil. Mit einer Besonderheit, sie setzen sich nämlich im Exil für die tibetische Literatur ein, für den Erhalt der tibetischen Kultur.
Deswegen sind Sie besonders interessant für uns natürlich als Gesprächspartner. Rechts von Kelsa Gjalsen, Helga Trübel, die EU-Abgeordnete der Grünen und einst die jüngste Senatorin Bremens. Helga Trübel ist Vizepräsidentin des Kulturausschusses im Europäischen Parlament und Mitglied der China-Delegation und als solche kann sie schön aus dem Nähkästchen plaudern. Ganz rechts Erich Vollert, der diplomatische Korrespondent des Spiegel, Asienkenner und Sachbuchautor. Sein 2007 erschienenes Buch Das Vermächtnis des Dalai Lama liefert uns wertvolle Einblicke in das Leben des Gottes zum Anfassen, wie er das nennt. Wir haben ja genau eine Stunde Zeit und deswegen wollte ich ganz kurz jetzt eine Fragerunde machen. Und Sie können aber auch Fragen stellen, allerdings in erster Linie am Ende. Wir werden mal gucken, das Interesse ist ja Gott sei Dank sehr groß. Also wenn Sie zwischendurch vielleicht eine Frage hätten, die ganz dringend ist, können Sie auch fragen. Fu Jingming und Mo Li werden übersetzt von Wei Ling, die simultan übersetzen wird und dann aber bei den Antworten jeweils mehrere Sätze ins Deutsche bündelt. Und Herr Gjalsen, der seit seinem 12. Lebensjahr in der Schweiz lebt, wird uns mit seinem leicht schweizerisch gefärbten Deutsch sehr freuen, wofür wir ihn danken.